Irgendwie. Ha, jetzt habe ich ihn getroffen. Geht doch. Ist gerade das Skelett von der Spinne runtergefallen? Das ist mir jetzt doof. Guck mal nochmal hin, dann sammeln wir die restlichen Pfeile auf. Es ist doch nicht wahr! Diese olle Spinne. Olle Trollspinne. So, wo sind meine Pfeile? Da sind meine Pfeile. Alles wieder mitnehmen hier. Da ist noch einer. Dankeschön. So, dann müssen wir auch mal die Seite hier dicht machen, weil es sieht ja auch irgendwie ulkig aus, was wir hier angestellt haben. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Oder kommt einer mit einem Rad, der einen abholt. Wahlweise auch mit einem Auto, das wäre sogar noch ein bisschen optimaler. Wenn man jemanden kennt, der einen abholt. Uiuiui. Das sieht ja richtig professionell aus, was wir hier gemacht haben. Nicht. Nein, der Feinschliff fehlt natürlich noch, aber... Kommt Zeit, kommt der mit dem Rad. Wie es so schön heißt. Nee, das war jetzt doof. Das funktioniert schon nicht. So. So schon eher. Hup. Und dann wieder hier die Ecke dicht. So, und so lassen wir uns treiben. In Richtung Ende des Jahres. Das ist... Hups. Was ist dieses Jahr eigentlich für so alles passiert? Viel. Ja. Die Frage ist, ist das alles erwähnenswert, was da passiert ist? Weil vieles, was passiert, ist auch, muss man leider so sagen, wie es ist, totaler Müll. Ja, ist vieles, das ist... Ja, sind teils kleine Streitigkeiten in der Welt, wo du denkst, hä, Leute, seid ihr nicht erwachsen, aber anscheinend nicht. Anscheinend kommen die Leute da nicht drauf klar. Man weiß es nicht. Naja, das ist dann immer so eine Ermessenssache oder wie man es nennen mag. Naja, Menschen sind unterschiedlich und eigentlich müssten die Menschen in der ganzen Zeit, wo sie jetzt schon hier auf dieser Erde wandeln, gelernt haben, wie sie mit ihrer Unterschiedlichkeit umzugehen haben, aber anscheinend nicht. Nee, das lernt der Mensch nimmermehr. Wie der gute Edgar Allan Poe, war das Edgar Allan Poe mit dem Raben? Ja, nimmermehr. Ja doch, das war Edgar Allan Poe. Er hat gesagt, der Rabe sagt, nimmermehr. Und genauso ist es. Mit dem Menschen, der lernt das nimmer mehr. Vielleicht irgendwann. Aber nicht allzu nahe Zukunft, also nicht in allzu naher Zukunft. Glaube ich nicht. Ob wir es noch miterleben werden. Ob ich überhaupt noch miterleben werde. Oh, das alte Boy mit seinem Rasen. Diese alten Kinder sollen aufhören, Skateboard auf meinem Rasen zu fahren. Was? Skateboard fährt man auch nicht mehr, ne? Mittlerweile fährt man ja nur noch Longboard. Das ist ja der neue Trend. Das ist jetzt cool unter den Kids. Hat sich einer von euch ein Longboard gewünscht? Und wenn ja, hat er es bekommen? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. So weihnachtlich. Ja, ich meine, es muss ja nicht immer ein Christstollen sein oder sowas, was man zu Weihnachten geschenkt bekommt. Das Materielle hat ja auch seinen Vorsprung oder seinen Siegeszug gehalten. Hier das ganze... Ups, verdammt. Ich darf nicht so viel labern, während ich... Ja, ich darf nicht so viel labern, während ich rede. Genau das war's. Ich habe mich gerade selbst dabei erwischt, wie ich schon wieder Blödsinn reden wollte. Nein. Aber natürlich hat das Materielle in der heutigen Zeit einfach mal mehr oder weniger die Oberhand gewonnen. Für wem kann man es verwehren? Ich meine, die ganze Welt ist mir mittlerweile sehr materiell geworden. Ach komm, ich wollte doch da hoch. Jetzt. Geht doch. Und da kann man sich nicht beschweren, wenn man selbst ein Teil dieser materiellen Welt ist. Würde ich jetzt sagen. Ja, und eigentlich ist es ja oft auch nichts Schlechtes. Es wird bloß dann interessant, wenn das Material, also wenn das Materielle über den Menschen steht, sozusagen. Wenn materielle Werte mehr wert sind als alles andere. Also vor allen Dingen als menschliche Werte. Das kann ich so eigentlich. Da muss ich jetzt einfach mal den großen Zeigefinger rausholen, in der Luft rumschwenken und sagen, das kann ja so nicht sein. Gerade zur Weihnachtszeit ist das so
Ja, paradox eigentlich, weil die Weihnachtszeit steht ja eigentlich für die Zeit der Nächstenliebe, des menschlichen Zusammenseins. Und dann wird sich im Supermarkt, keine Ahnung, über einen Pace Ranger totgetrampelt, weil, oh nein, ich hab den zuerst gesehen. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen paradox in der heutigen Welt, aber vielleicht geht's nur mir so. Vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Ich weiß nicht. Um es mit den Worten von Lethal Weapon zu sagen, ich bin zu alt für diese Scheiße. Was? Nein, ich habe nicht Scheiße gesagt. So was sage ich hier nicht. Aber es trifft's eigentlich ganz gut. Ne? Huch, schon wieder abgesoffen hier in den Untergrund. Guik. So. Sind wir da? Mist. Nein. Nein. So. Ist, glaube ich, die letzte Bahn, die wir noch fertig bauen wollten. Jetzt haben wir so viel nebenbei geredet. Und dann auch noch mehr oder weniger unser Feld fertig gebaut. Klasse. Machen wir das noch ein bisschen hübscher hier, die Ecke. Da können wir auch auf der Seite gehen. So. Den weg. Und den weg. Und dann sieht das doch wenigstens nach irgendwas aus. Ich weiß nicht nach was, aber nach irgendwas sieht es aus. Sieht so aus. Ja. Soweit, so gut. Nö, gefällt mir. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Wasser befüllen. Haben wir zwei Wassereimer? Wir haben zwei Wassereimer dabei. Perfecto mundo. Aber vorher will ich eigentlich noch die Schaltung fertig bauen. Fällt mir gerade so auf. Wie legen wir die denn? Ich würde die ja gerne hier am Rand lang legen. Also, dieser Höhe hier soll die irgendwo ankommen. Wir machen mal erst die Schaltung fertig. Sonst wird das ja hier nix. So, dann kommt hier irgendwo der Hebel hin. Hebel? Ne, Wasser haben wir noch nicht gefüllt. Daher können wir den Hebel hier hinten auch abbauen. Dann können wir den gleich nutzen. Perfekt. Ach, das ist jetzt natürlich doof. Dadurch, dass das ja alles im Kreis führt. Ja gut, das muss man merken, ne? So, ja, dann müssen wir es halt anders legen. Hilft ja nichts. Geht ja dann einfach nicht anders. Brauchen wir aber doch nochmal den Hebel. So. Jetzt gucken, ob das ankommt. Bis dahinter geht's. Alles klar. Das reicht. Und das reicht. Schade. Ich dachte, das geht. Dann machen wir es einfach so hier. So, weil der. Ich habe es jetzt nicht hier dran geklemmt, weil hier die Stromquelle, also dieser Wiederhol, also das wiederholt stärker ist. Ich denke, da geht das voll klar. So. Mit S und mit O. Ey. Dann buddeln wir uns hier mal quer durch. Halt! Ich habe gar keine Schaufel mehr da. Warum? Warum haben wir die weggelegt? Ich habe keine Ahnung. So. Mit S und mit O. Hier buddeln wir uns mal quer durch. Ich hoffe, das ist. Wir treffen jetzt hier die Höhe. Perfekt. Jo, als. Wie geplant, ne? Also. Holla die Waldfee. Nicht schlecht. Und das einfach mal auf gut Dunst reingebaut. Halt, ich wollte doch den Hebel mitnehmen, meine Güte. Hebel, wo bist du? Dunk. Dunk, dunk, dunk. So, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht. Ja, es ist halt, Redstone ist immer so eine Sache. Ich weiß nicht, mit Redstone arbeite ich persönlich nicht unbedingt so viel, aber hey, man kann es doch mal probieren. Jetzt mache ich da den normalen Stein rein.
und setze da den Hebel drauf, weil das sieht irgendwie besser aus. Tunk. Dann gucken wir mal, wie weit das Geglowe von dem Redstone geht. Ja, das Geglowe von dem Redstone ist kein Glow, das ist ein Redstone. So, hier hört er, glaube ich, auf. Hier ist Ende. Du könntest ja einfach mal austesten mit so einem Repeater. So, der müsste ja dann leuchten. Nein, tut er nicht. Alles klar. Das bedeutet, ja, hier tut er leuchten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay, 10. Geil, das reicht bis hier hinter. Super nice. Super nice. Und es ist dunkel. Das bedeutet, wir gehen mal lieber noch eine Runde schlafen. Vielleicht schneit es ja wieder. Oh. Nein, so coole Träume hat man nicht so oft. Leider. Hm. Ja, Tick, Tick und Track, die freuen sich auch. Wollt ihr auch Schnee? Dann könnt ihr im Schnee spielen. Habt ihr ganz weiße Nasen. Ihr Ollen. Ja, das sind drei freche Lübbel, du. Hey, da hinten ist ein Zombie. Den begrüßen wir mit unserer Streitaxt. Da können wir uns streiten. Darum heißt das nämlich Streitaxt. Die schlichtet Streits. Mhm. So, jetzt gehen wir weg hier. Ja, so ein Streitaxt zu Weihnachten ist bestimmt auch in dem ein oder anderen Haushalt vonnöten. So, dann können wir eigentlich gleich auch mal gucken, ob wir hier Besuch haben. Hallo? Hallo? Nein, oh, kein Besuch. Ist eigentlich schade. Ich hätte hier gerne mal so einen NPC drin. So ein Villager-NPC. Hier sind ja schon mal Viecher gespawnt. Also, es kann. Ich weiß nicht. Müsste aber. Müsste aber, sagt so schön. Bringt es aber nichts, wenn es nicht tut. Aber was ich noch bauen kann. Was ich auch eigentlich unbedingt bauen wollte. Sind zwei Kisten. Und einen Trichter. Und dazu brauchen wir nämlich eine von den Kisten. Zack. Blub, habe ich die Lava blubbern hören. So, die Kiste kommt natürlich hier hin. Und der Trichter, der kommt natürlich dahin. So, dass das da alles dran läuft. Ist der connected? Ja, sieht so aus. Wir können es ja mal austesten. Hui, ganz viel Redstone. Hui. Flup. 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 Alles weg. Und in der Kiste. Wunderbärchen. Funktioniert. Ausgezeichnet. Dann verkleiden wir das Ganze hier mal. Ja. Verkleiden wir. Wie zu Halloween hätte ich fast gesagt. Nein, wie zu Karneval. Ja, Karneval. Gut, Halloween und Karneval. Beides möglich. Verkleidet man sich. Ja, cool wäre es, wenn man sich auch an Weihnachten verkleiden würde. So. Zu Weihnachten. Kommt ja jetzt drauf an. Ich bin immer so ein bisschen am Schwanken, was ich nur sagen soll. Zu oder an Weihnachten. Weil es regionale Unterschiede gibt. Wobei, so gesehen, alles richtig ist. Das funktioniert noch. Hier leuchte ich mal sogar noch lieber aus. Man weiß ja nie. Auch wenn hier viel Redstone ist, aber Viecher können ja mittlerweile, habe ich gehört, auch in Zweierdingern spawnen. Also zwei hoch. Also da sind sie nicht mehr eingeschränkt durch. Was mich auch etwas überrascht hat. Aber okay. So, dann haben wir nämlich hier so eine schöne Wand auch gebaut. Können wir eigentlich noch ein paar halbe Platten reinlegen. So. Müssen wir mal gucken, ob das überhaupt gut aussieht. Geht. Nee, das geht nicht. Das ist ein modischer Fauxpas, also ein feldmodischer Fauxpas. Das kann man so nicht bringen. Aber was wir machen können, wir könnten das hier wegnehmen. Hier gerade Creeper gesehen?
Nein. Ah. Ich habe schon wieder so diese Creeper-Phobie. Ich weiß nicht. Geht gar nicht. Ja, wir können die ja wegnehmen. So, machen wir es nämlich so. Und setzen dafür einfach solche Platten hier hin. Geht das? Nein. Schade. Na gut. Soweit, so gut. Ah, das sieht jetzt nicht optimal hübsch aus. Hm. Moment. Die Frage ist, würde das gehen, wenn ich den wegnehme? Und den da drauf setze. Und dann den hier mache. Kommt das Signal trotzdem an? Gucken wir. Ist auf jeden Fall oben. Okay. Das Signal kommt an. Wunderbar. Signal. Hallo. Ja, hallo. Und da antwortet es. Sehr schön. Und so ist der Hebel oben. Wird man dich loben. Kommt nämlich alles runtergefahren. Genau. Sehr, sehr schön. Das funktioniert. Also zumindest augenscheinlich so vom ersten Eindruck her funktioniert das wunderbar. Ich würde sagen, machen wir auch noch einen Testlauf? Wir machen noch einen Testlauf. Erfüllen wir uns selbst so einen kleinen Weihnachtswunsch. Füllen hier alles mal mit Wasser und lassen mal die ganze Brühe hier übers Feld schwappen. Das klingt doch nach einem Plan. So. Wasser. 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 Alles voll klatschen. Das Schöne ist, mit zwei Eimern hat man immer genug Wasser dabei, wenn man es richtig anstellt. Zack. So. 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 Genau, das war nämlich jetzt gerade das. Hätte ich fast falsch gebaut. So, die Wassereimer wieder füllen. Und ich würde sagen, ja, frohes Fest und Wassermarsch, oder was? Oh, das wird so schief gehen. Wahrscheinlich wird uns ja alles überflutet. Aber egal. 3, 2, 1, los. Hui! Und da kommt das Wasser. Nicht. Warum nicht? Warum kommt da kein Wasser? Hä? Ach so, weil das weiter hinten ist. Ach nö. Scheiße. Oh, das ist jetzt irgendwie doof, ne? Aber an sich funktioniert das vom Prinzip her schon. Wir müssten es bloß noch zwei nach vorne setzen. Oh weia. Echt zwei nach vorne? Ich habe mir das jetzt irgendwie cooler vorgestellt als mit so einem Dö, reicht nicht. Okay, okay, okay. Das ist aber nicht das Problem. Das kriegen wir auch gelöst. Bleibt das Feld nochmal verschont. Vorerst. Von der Theorie her funktioniert unsere ganze Vorrichtung auf jeden Fall. Auch von der Schaltung her ist es nicht das Problem. Bloß der Gedankengang, ja, hat soweit geführt, ja, eins weiter vor. Hm. Aber das Wasser ist ja nicht nur eins weiter vorne, sondern zwei weiter hin. Also deswegen bleibt ja auch noch ein ganzer Streifen übrig, der uns nichts nützt. Ja, hätte man natürlich bedenken können. Jetzt ist es zu spät. Jetzt egal. Beim nächsten Mal wird es besser. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Aber erst in der morgigen Folge. Denn diese war nun schon ein bisschen länger als üblich, aber hoffentlich auch unterhaltsam. Ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ein bisschen die Festtagsgrüße verbreitet. Ich hoffe, das kam auch ein bisschen rüber, dass wir uns da ein bisschen was ausgedacht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, auch morgen geht's weiter mit Minecraft. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao. Blödes Wasser reicht nicht.